Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Windows nervt mal wieder, dass der Speicherplatz auf eurem Rechner zur Neige geht. Dann liegt das häufig daran, dass ihr sämtliche Daten, die ihr so auf eurem Rechner speichert, auf der Windows-Festplatte draufballert. Das können Installationen von Programmen sein, Bilder, Musik, Videos, heruntergeladene Dateien aus dem Netz und so weiter. Eigentlich alles. Um den Speicherplatz auf der Platte nun etwas zu entlasten, könnt ihr Folgendes tun. Die Standardordner, in denen Windows den Großteil eurer Dateien speichert, liegen in der Windows-Grundeinstellung ebenfalls auf der Windows-Festplatte. Das ist für Rechner, die eh nur eine Festplatte verbaut haben, zunächst auch völlig in Ordnung. Für Nutzer mit zwei verbauten Festplatten oder Festplattenpartitionen macht es aber oftmals Sinn, diese Standardordner zu verschieben. Wohin ihr die Ordner verschiebt, hängt dabei ganz nach eurer Festplattenkonfiguration ab. Hier in diesem Fall haben wir eine kleine Windows-Partition, Laufwerk C, und eine größere Datenpartition, Laufwerk D. Im Bilderordner befinden sich nun nur ein paar Bilder, das kann bei euch aber auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel gefüllt mit tausenden Urlaubsbildern. Habt ihr in den Ordnern wichtige Daten gespeichert, solltet ihr lieber vorher davon eine Datensicherung machen. Nicht, dass noch etwas verloren geht. Gut, nun verschiebe ich den Ordner auf die wesentlich größere Partition D. Macht einen Rechtsklick auf den Ordner, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählt dann Eigenschaften aus und schaut bei Ort nach dem Pfad. Der liegt hier ganz klar noch auf Festplatte C. Wechselt nun in den Reiter Pfad. Ihr könnt nun nach einem neuen Speicherplatz für den Ordner suchen oder den Pfad hier einfach manuell ändern. Wie gesagt, soll der Ordner auf Festplatte D verschoben werden. Also schreibe ich hier nun einfach D und klicke auf Übernehmen. Falls der Ordner noch nicht existiert, kann er nun neu erstellt werden. Im nächsten Schritt bestätigt ihr das Ganze noch einmal. Klickt dann noch auf OK. Bilder sind noch alle da, aber der Ordner liegt nun auf Platte D. Öffnen wir D, finden wir auch die neu erstellten Ordner samt verschobenen Inhalt. Das könnt ihr nun auch mit den anderen Ordnern so machen. Je nach Größe dauert das natürlich unterschiedlich lange. Auch in diesem Fall alles klar. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.